Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. Schluss mit Fenstertagen und verlängerten Wochenenden. Der Vorschlag der Industriellen Vereinigung, Donnerstagsfeiertage auf Freitage zu verschieben, wird von Arbeiterkammer, ÖGB und Kirche in Vorarlberg strikt abgelehnt. AK-Präsident Hubert Hämmerle: Die Industriellen Vereinigung soll sich darum kümmern, dass die Menschen gute Arbeitsplätze haben. Das wäre viel wichtiger. Auch der Pastoralamtsleiter der Diözese Feldkirch, Walter Schmolli, kann dem Vorschlag eher wenig abgewinnen. Ich kann die wirtschaftlichen Interessen im Hintergrund natürlich verstehen, aber es gibt andere Interessen, die es genauso zu berücksichtigen gilt. Und die religiöse, inhaltliche Logik hinter solchen Feiertagen ist sicher auch ein Interesse, das berücksichtigt gehört. Außerdem könnten Feiertage wie Christi Himmelfahrt und Fronleichnam nicht einfach verschoben werden. In Hörbranz ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Wie die Polizei heute mitteilt, haben unbekannte Täter gestern mit einem Spaten die Terrassentüre eines Hauses am Ruckbachweg eingeschlagen. Anschließend wurden die Räume durchsucht. Über die Höhe der Beute ist nichts bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise. Landtagspräsidentin Gabriele Nussbaumer ist ab heute für 2 Tage ganz oben auf politischer Ebene. Sie nimmt am Ausschuss der Regionen in Brüssel teil. Die Mitglieder beraten über den EU-Haushalt, wie die Industrie gestärkt und die Armut bekämpft werden kann. Und Lech ist heute einmal mehr Treffpunkt hochrangiger Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Beim 2. Lech Energy Forum wird über die Energiepolitik der nächsten Jahre diskutiert. Das Forum will Impulse für die Energiedebatte in Europa geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.